Vielen, vielen Dank, Herr. Hammer, hammer, hart. Tragt die Ente nach draußen. Ihr müsst alles, was ihr heute gehört habt, euren Freunden erzählen. Und eurer Familie. Das bringt nichts, die Infos bei euch zu behalten. Es bringt nur was, wenn wir der ganzen Welt erzählen, was hier los ist. Ich halte das jetzt nicht alles. Tim hat schon eine ganze Menge gesagt. Aber ich zitiere ganz kurz mal den ehemaligen Präsidenten Woodrow Wilson. Der war Präsident der Vereinigten Staaten. Und er hat gesagt, wir haben die Kreditvergabe eingeschränkt, wir haben Möglichkeiten beschnitten, wir haben Entwicklungen kontrolliert. Und wir sind an einem Punkt angekommen, an dem wir, eine der am schlechtesten organisierten, eine der am vollständigst kontrollierten und beherrschten Regierungen in der zivilisierten Welt geworden sind. Nicht länger eine Regierung der freien Meinung, nicht länger eine Regierung der Überzeugung legitimiert durch das Votum der Mehrheit, sondern eine Regierung gesteuert durch die Meinung und Ansichten einer kleinen Gruppe Männer. Das ist die amerikanische Notenbank und die ist unser Problem. Achso, jetzt gibt es noch ein Gedicht. Ein Gedicht wollte noch jemand vortragen. Da kommt das Gedicht. Also erstmal vielen Dank, dass ihr alle heute so zahlreich erschienen seid. Hey. Deutlich mehr als letzte Woche. Hey. Weiter so, Leute, weiter so. Wir sind der Souverän. Ja, ein kleines Gedicht zur Menschlichkeit. Das Gesetz der Liebe. In den heutigen Zeiten herrschen mehr und mehr Kriege. Kaum ein Mensch lässt sich noch leiten vom Gesetz der Liebe. Doch das Gesetz der Liebe ist das Höchste in unserem Dasein und nicht die Befriedigung unserer Triebe. Das sollte jedem klar sein. Das Gesetz der Macht ist der Gegenpol dazu. Doch will ich Licht sehen in dieser geistigen Nacht, drum bleibt die Macht für mich ein Tabu. Alle Menschen mit den gleichen Augen zu sehen, das Gesetz der Liebe, allmählich glaube ich es zu verstehen. Bravo. Dankeschön.